So, jetzt gehe ich auf den höchsten Aussichtspunkt hier auf der Insel, oder besser gesagt einer von den höchsten, der Big Rock. Das ist so ein Stein, ein Aussichtsturmstein, wie ihr sehen könnt hier. Boah, siehst du über die ganze Insel. Schön, wie sie es hier gemacht haben mit den Steinen. Alles schön betoniert, dass man laufen kann. Nice. Und jetzt muss man hier rauf. Ich denke nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Oh, ich wollte auf diesen Berg hinauf, aber es geht nicht. Hier kommen nur die Kletterer rauf. Es hat extra Kletterhaken angemacht und so, aber keine Treppen, keine Felsvorsprünge, wo man hochlaufen kann. Schade, schade. Aber von hier aus hat man eigentlich auch eine gute Aussicht, von dem her. It's easy, easy. Hier wollte ich rauf. But I can't. Jetzt gehe ich halt wieder hier runter. Hey Leute, schaut mal, wenn man in den thailändischen Wäldern ist, was man alles sieht. Wo ist sie? Ich kann sie gar nicht sehen. Seht ihr diese Schlange? Sogenannte Grünschnabelschlange ist das. Ja klar. Verdammte Schlange. So, jetzt gibt es noch einen Sonnenuntergang zum Ende des Tages. Jetzt bin ich der letzte Tag hier und genieße noch diese Aussicht. Ja, wir hatten heute nicht so einen schönen Tag. Schon seit 3 Tagen ist es nicht so schön. Es ist sehr regnerisch hier. Aber jetzt scheint die Sonne noch bis um 7 Uhr etwa. Darum genieße ich jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen. Nachher geht's ab nach Phuket. Oh no, Leute, ich bin das erste Mal hier. Warum bin ich nicht schon früher hier hingekommen? Das ist so brutal. Diese Aussicht hier. Das Restaurant. Ich musste wieder 100 Baht bezahlen, aber 100 Baht.
Das ist ja nichts, was man hier hat, was man hier sieht. So, jetzt wird noch ein bisschen gekocht. Ich liebe es zu kochen, das ist so geil. Du kannst hier deine eigenen Gerichte zusammenstellen, du kannst richtig low-fat kochen, also ohne Fett und so, richtig fitnessgerecht. Und jetzt hier in diesem Bungalow eigentlich habe ich eine Küche zur Verfügung, eine Herdplatte, Pfannen, was auch immer alles. Perfekt natürlich für mich. Und jetzt koche ich Süßkartoffeln mit Pilze und so Kraut, so Grünzeug halt. Dann habe ich noch Reis mit Chicken, habe ich auch noch am Start. Ja, ihr werdet es nachher sehen. Ich werde so einen Wok kochen, einen Wok machen, alles in einen Wok hineinschießen. Und ja, dann wird das etwas, dann wird das gut. Leute, Besuch habe ich auch bekommen. Schaut, der kleine Katze am Start, die kommt immer zu mir. Ich weiß nicht, ob ich die Katzen hier anfassen darf in Thailand, aber egal, muss halt einfach die Hände waschen. Hunde habe ich nicht so gerne. Hunde fasse ich eigentlich fast nie an, aber Katzen, die habe ich gerne. Katzen sind easy. Ja? Oh Leute, diese Musik, diese Stimmung, ich liebe es einfach zu kochen. Es ist so etwas Schönes. Schaut, jetzt habe ich hier einen Wok gemacht mit ein bisschen Gemüse und Reis und Chicken, Tomaten, Gurken, Pilze. Oh. Sowieso, Pilz in der Diät ist das Beste, weil sie so viel Wasser drin haben und es hat ein großes Volumen. Von dem her, ihr könnt viel essen und habt wenig Kalorien intus, perfekt. Dann als Nachspeise habe ich gemacht, Süßkartoffeln gekocht. Hier kommen nachher Eier darüber, für die Proteine natürlich, muss auch sein. Und das ein bisschen würzen und dann habe ich das perfekte Abendessen. Ist natürlich ein bisschen viel, aber für morgen reicht es dann auch noch. Perfekt. Unglaublich. Wow. So, das erste Menü fertig gekocht. Und es schmeckt sehr lecker. Und der Kleine, der hat schon gespiesen. Ich habe ihm nämlich ganz viele Knochen gegeben. So Leute, jetzt eine halbe Stunde später kommt die Nachspeise noch. Und die Nachspeise wird sein, habe ich schon gezeigt, Süßkartoffeln mit Ei. Muss sein. Und hier noch ein bisschen YouTube-Videos reinziehen. Und dann ist der Abend auch schon gelaufen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oh,